Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Made of Scare. Wir haben beim letzten Mal weitergespielt und sind nun tiefer vorgedrungen hier bei dem Hotel. Wir mussten einigen Leuten entkommen und wir haben auch übrigens gesehen, wie ein Ritual abgehalten wurde. Entweder wurde dort jemand gefoltert oder umgebracht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier gerade an einem sehr merkwürdigen Ort und anscheinend, werden hier Köpfe aufbewahrt und Augen. Es gibt hier, glaube ich, auch Notizen. Wir haben auch bei der letzten Folge übrigens nicht nur einen weiteren Zylinder bekommen, sondern wir haben auch einen Hund geholfen. Gibt es hier nicht noch irgendwo Informationen? Sieht aus, als könnte man das öffnen. Achso, okay. Was haben wir denn hier? Isaacs Pläne. Es muss irgendwie gehen. Es muss einen Weg geben, das Lied so zu nutzen, wie ich es will. Hatte mein betrunkener, fanatischer Vater etwa recht? Besteht die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu kontrollieren, darin, sie anzubeten? Ich werde sie für mich singen lassen. Sie ist nur am Leben, weil ich es erlaube. Weil mein Bruder und ich es am Leben erhalten. Warte mal. Soll es etwa heißen, dass Elizabeth eventuell diese Kreatur ist? Weil das war wirklich, das wäre richtig hart. Also ganz ehrlich, das wäre unglaublich heftig. Ich glaube, in der Tür waren wir noch nicht gucken. Oh Gott. Sieht richtig krank aus. Ich geh mal rein. Oh, hier haben wir einen Speicherpunkt. Na, wenn ich das vorher gewusst hätte. Alles klar, wenn wir jetzt hier sterben sollten, dann kann ich definitiv weitermachen. Mal gucken, was die Aufzeichnungen denn weiterhin besagen. Das wäre nämlich interessant zu erfahren, ne? Okay. Es hatte sich so angehört, als hätte Elizabeth die ganze Zeit geweint. Das ist natürlich nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich diese Granate mitnehmen sollte. Obwohl, das muss ich, weil ansonsten komme ich gar nicht weiter. Okay. Wir haben ja gespeichert. Das heißt also, ich habe jetzt Glück. Und kann dann direkt weitergehen. Ich glaube nur zu wissen, dass wenn wir die aufnehmen, müssen wir sie direkt einsetzen. Okay, ich hoffe, ich komme jetzt hier raus. Warte mal, ich sollte direkt wieder speichern, oder? Ich weiß nicht, ob die hier auch rein können, aber ich speichere mal kurz ab. Ich glaube, die haben nämlich beim letzten Mal auch die Türen öffnen können. Achso, falls ihr nicht wisst, was ich hier gerade aufgenommen habe, diese Granate wird mit so einem komischen, wie nennen die sich, wartet mal kurz, mit solchen Schallmodulator-Kartuschen benutzt oder genutzt. Und die brauchen wir anscheinend, um weiterzukommen. Oh Gott.
Sind auf jeden Fall Haufen von denen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier so kurz lang. Und werde den Generator aktivieren. Ich habe keine Ahnung. What? Ist da gerade Licht ausgegangen? Verdammt. Okay, ich muss ruhig bleiben. Da ist nochmal so ein Generator oder Schalter, den wir drücken müssen. Warum geht es nicht? Okay, ich weiß nicht, warum ich den noch nicht aktivieren kann. Aber anscheinend muss ich hier noch irgendwas machen. Oh Gott. Du musst auch vorsichtig sein, weil die kriegen das nämlich mit, ne? Die hören unglaublich gut. Okay. Hier hinten haben wir noch einen Generator. Oder einen Schalter. Ich sag immer Generator. Ist, glaube ich, aber nur ein Schalter. Geht nicht. Ach, jetzt muss ich vielleicht den zweiten Schalter drücken. Und dann können wir hier hinten langlaufen. Kannst sie echt sehr schlecht sehen. Hier ist eine Spieluhr. Liegt hier auf dem Boden. Okay, warte mal ganz vorsichtig. Die haben wir mitgenommen. Ist auf jeden Fall ein Sammelobjekt. Ich hoffe mal, dass wir jetzt so denn durchkommen. Ja. Okay. Jetzt muss ich nur vorsichtig sein. Und dann kommen wir hier ganz einfach weg. Zumindest hoffe ich das. Du kannst dich halt so schlecht sehen. Ja, kurz heilen. Ah, nee, die kommt zum Tor. Das ist nicht gut. Alter, das ist unglaublich gut gemacht. Gerade die Stelle. Ah! Fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Woher soll ich denn wissen, dass ich da jetzt wegrennen musste? Oh Mann. Muss ich die vielleicht mit dem Gerät erstmal schocken? Soll ich das alles nochmal machen? Okay, wir wissen auf jeden Fall, wir müssen zwei Schalter drücken. Ne, warte mal. Wir müssen erst einen Schalter drücken, dann müssen wir zu dem Tor gehen, da auf den Knopf drücken, um dann den zweiten Schalter zu betätigen. Das ist also ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, aber komisch. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Ich meine, ich habe noch einmal die Fähigkeit, eine Granate zu benutzen. Habe ich das jetzt danach gespeichert? Ja, ne? Ja, okay. Mehr wollte ich nicht wissen.
Ich werde auf jeden Fall, wenn wir dann dort durchschreiten, gleich mal Folgendes machen. Bevor wir durchgehen, werde ich diese Granate einsetzen. Oder Schallbombe oder was auch immer das darstellen soll. Und dann ist gut. Also auf jeden Fall ist hier gleich ein Schalter. Ich muss wahrscheinlich die Spiel auch wieder aufnehmen. Okay. Ich verstehe auch nicht, womit einmal hier irgendwelche Sachen kaputt gehen und dann... Giftfläschchen oder so verteilt werden. Ich werde mal kurz das nochmal nutzen hier. Die Gelegenheit. Also ich weiß auf jeden Fall, ich muss die Granate einsetzen. Aber ist schon ärgerlich, dass das so doof gemacht ist, dass du die wirklich dann direkt benutzen musst. Ey, ihr Arschgeigen. Ihr verdammten Arschgeigen, lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Okay, jetzt sind hier schon zwei von den Giftfläschchen verteilt. Das heißt, da kann ich nicht so einfach langlaufen. Ich werde jetzt gleich die Granate in der Hand... Die Granate in der Hand nehmen. Okay, geh weiter. Geh bloß weiter. Ich möchte jetzt hier nicht alles immer von vorne machen. Ja. Genau. Geh ganz lieb da lang. Kann es sein, dass wir irgendwie etwas schneller laufen, wenn wir uns die Hand vorm Mund halten? Okay. Nichts wie einen da. Das war jetzt knapp. Das war wirklich knapp. Übrigens fehlt auch nicht so viel, um das durchzuspielen. Das heißt also, wahrscheinlich werden wir mit der 6. oder 7. Folge mit dem Spiel abschließen. Was aber nicht so schlimm ist. Ich meine, es gibt ja auch gute, kurze Games. Und gehört es dazu? Ist schwer zu sagen. Macht natürlich unheimlich viel Spaß. Also zumindest, wenn man nicht so häufig hintereinander stirbt. Hätte ich damit rechnen sollen, dass die auf einmal angerannt kommen? Ich glaube mal schon, wa? Uns fehlen noch zwei von den Zylindern. Um... Okay, die versuchen, glaube ich, reinzukommen.
um dann zu unsere werte Elisabeth zu gelangen. Wie ist das Spieluhr? What? Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Oh Gott, wir müssen an der Kiste ran. Krakenschlüssel. Okay, ich laufe jetzt ganz langsam an ihm vorbei. Wir haben jetzt den Krakenschlüssel. Ich habe jetzt aus Versehen einmal nochmal den verbraucht, die ja, Granate. Und das Telefon klingelt schon wieder. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind dort. Okay, da vorne ist zu. Läuft ihr mir hinterher? What the fuck? Was zur Hölle? Ey, das ist aber richtig mies. Man, überleg mal, du guckst hier dir die ganze Gegend an und auf einmal. Naja, kreisen die dich ein. Was haben wir denn da? So ein Gegenstand, damit wir die Granate benutzen können. So, ich habe einen der Zylinder gefunden. Hast du eine Idee, wo die anderen sein könnten? I'm sorry, my love, but I do not. My father and uncle, my family, had many secrets, and so much is only now becoming clear. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Okay. Wir hier früher oder später auch langlaufen müssen? What the fuck? Okay, hier gibt's mehrere Räume. Da war ein Telefon, da können wir nicht lang. Da gibt's eine Tür, keine Ahnung wohin. Ah. Hier ist eine Zapfsäule. Damit könnte ich die, glaube ich, ablenken, ne? Was haben wir denn hier? Zeitung The Morning Herald, okay? Hier steht, berühmter Komponist Henry Hughes wird sein letztes Meisterwerk in der Royal Albert Hall präsentieren. Der angesehene Komponist Henry Hughes war in letzter Zeit rund um die Uhr damit beschäftigt, seine neueste Symphonie fertigzustellen und plant nun, sein Werk im Dezember in der Royal Albert Hall vorzustellen. Mr. Hughes, seines Zeichens einer der erfolgreichsten Musiker des Landes,
sagte: "Es erfüllt mich mit großem Stolz und noch größerer Freude, mein letztes Werk der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen." Bild von Henry Huge, okay? Junger walisischer Musiker geht auf Tournee auf Lokalbühnen im ganzen Land. Bild von Thomas Evans, okay. Der junge walisische Komponist Thomas Evans hat diese Woche bekannt gegeben, dass er seine orchestralen Arrangements von traditionellen Liedern aus Wales im Rahmen einer Tournee im ganzen Land vortragen wird. Okay. Das sind Sammelgegenstände. Ich glaube nicht, dass ich die unbedingt alle haben muss. Wäre natürlich besser. So, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Zylinder. Ich war dort hinten noch nicht. Weiter oben war ich noch gar nicht. Und wo, was ist das hier? Hier ist immer ein Speicherpunkt. Geil. Den werden wir gleich mal nutzen. Aber da können wir nicht lang, oder? Nee, können wir nicht. Warum hat sie das jetzt gesagt? Okay, warte mal. Also raus können wir definitiv nicht. Es gibt hier noch einige Räume, die man sich angucken müsste. Jetzt ist nur die Frage, wo könnte ein weiterer Zylinder sein? Ich kann auch nicht weiter nach oben machen, ne? Das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, dass du die Karte halt nicht, oder die, ja doch, die Karte von der Map halt nicht weiter verschieben kannst. So, warte mal, wir sind jetzt hier. Dort rüber kommen wir nicht. Das heißt also, es muss eigentlich hier hinten weitergehen, oder? Dort. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Genau. Das. Hab ich gerade noch ein Baby gehört? Was soll es denn jetzt los? Okay, die eine Tür kann ich nicht öffnen. Ich habe doch einen Schlüssel dabei. Einen Krakenschlüssel. Gibt es hier irgendwo Räume mit einer... ja, ich muss noch mal einmal da lang, wo die ganzen Typen sind. Und dort ist auf jeden Fall ein Bereich, da können wir den Krakenschlüssel einsetzen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht schlecht gemacht. Wow. Cool. Da können wir sogar durchblicken. Sieht ja auch sehr geil aus. Ich werde wahrscheinlich so die Folgen jetzt immer so auf 30 bis 36 Minuten begrenzen, zumindest was The Maid of Scare bezieht, ja, oder sich auf das Spiel bezieht, meine ich. Ist halt gut. Okay, warte mal, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich muss aufpassen. So, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt sind wir nämlich hier, wo ich abspeichern kann. Wir brauchen jetzt eh gleich den Krakenschlüssel. Das heißt also, ich werde jetzt hier erstmal nochmal speichern. Nicht, dass wir sterben. Es hört sich so richtig unheimlich an. Richtig ekelhaft. Ja, das ist der. Hier wurde der eine Mann getötet. Oder, naja, nicht getötet, aber geschlagen.
Alter, die Geräusche, ne? Die sind richtig großartig. Alter. Wo bin ich denn jetzt? Ey, ich krieg einen richtig Schreck, ne? Okay, warte mal. Ich kann doch mal die Geräusche nicht so laut sein, ey. Was ist das denn? Zapfhahn. Oh! Warte mal. Jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Öffnen wir damit vielleicht einen geheimen Gang? Sieht natürlich auch sehr geil aus, ne? Also, wie gesagt, großartig gemacht. So von der Grafik her gefällt mir das eigentlich gar nicht so. Also, ich meine, gefällt mir das unheimlich gut so rum. Was haben wir hier? Isaacs audiovisuelle Notizen. Steht denn hier? 4. Oktober 1897. Die letzten Tests mit den Zylindern haben bedeutende Fortschritte gezeigt. Testperson 4 zeigt nach wiederholten Sitzungen auf dem Stuhl gesteigerte Beeinflussbarkeit und Willfährigkeit. Okay. Die Kombination aus akustischer Reizung und visuellen Suggestionen ist ein voller Erfolg. Aber wie sollen wir dieses Resultat im großen Rahmen gegenüber dem Massenpublikum erreicht? Dem Massenpublikum? An wem? Dem Personal? Okay. Ja, sorry, wenn ich mich verlese. Das passiert. So, warte mal, da geht's denn zum Fahrstuhl. Ich muss definitiv nach unten zum Zapf fahren. Okay. Ich spiele jetzt ja sowieso fast 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das noch mache. Alter, wie übel war das denn jetzt? Auch so die Türen öffnen? So, warte mal. Er läuft jetzt da hinten lang. Also einmal im Kreis. Dann gehen wir zum Zapfhahn. Und da unten ist eh ein Speicherpunkt. Die Tür zu. Oh, da ist auch noch einer. Ist ganz schön hart. Öffnen wir vielleicht damit diesen geheimen Zugang, also damit wir hier hinten langkommen? Oder wir kriegen Schlüssel, gleich angegriffen werden. Aber ich kann ja eh speichern. Warte mal, wo kann ich überhaupt speichern? War das nicht hier irgendwo? Ja, hier. Okay. Quatsch. Falsche Taste. Okay, warte mal. Jetzt müsste ich natürlich erstmal wissen, was ich machen muss.
meine, viele Kombinationen gibt es da eigentlich nicht. Es wird doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Okay, das auch nicht. Ich mach's jetzt mal genau andersrum. Ja, ich werde mal kurz gucken, ob ich die Kombination rausbekomme. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Also bis gleich, Leute. Ne? So, also eigentlich ist es gar nicht so schwer. Eins, drei, zwei, vier müsst ihr euch merken. Hallo? Okay. Ich habe jetzt einen Weg geöffnet. Jetzt laufen die natürlich hier auch lang. Willst du mich rollen? Ey, nee, ich werde jetzt erstmal abspeichern. Wenn ich sterben sollte jetzt auf dem Weg dorthin, haben wir zumindest einen Speicherpunkt. Ja, und dann mache ich auch aus. Also wenn ich sterben sollte, meine ich. Bei denen musst du echt vorsichtig sein. Die sind wirklich so heftig. Und klar, ich könnte die alle mit dem Gerät schocken. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Also einmal ist drin und einmal hätte ich noch so... Ob immer was da, okay. Okay, okay, okay. Einfach langsam hinterherlaufen. Wird schon schief gehen. Schon krass, dass die sich so schnell bewegen können. Okay. Jetzt muss ich da die Treppe hoch. Oder Leiter ist es ja eigentlich. Glück gehabt, Mann. So ein Glück gehabt. Also mit der Granate, ja, um die zu betäuben oder erstmal zu verschrecken, ist es eigentlich ziemlich gut. Ich meine, wir haben jetzt dreimal so eingesetzt, oder war das sogar schon viermal? Also auf jeden Fall, es funktioniert. Du kannst zumindest danach schnell wegrennen. Und ganz ehrlich, das ist ganz großartig. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier oben noch irgendwas bekommen. Am besten Speicherpunkt. Damit ich dann nämlich ausmachen kann. Ach man, nö. Geht's denn sogar noch höher? Nee, ich wollte schon sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt im zweiten Stock. Oh, what the fuck. Ach du Scheiße. Ich will speichern. Erstmal nur speichern und danach... Oh Gott. Weil sonst muss ich hier wieder hinspielen. Darauf habe ich eigentlich keine Lust, ne?
Okay, hier ist nochmal sowas für die Granate. Oh. Ja, das ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Ich will doch nur speichern, Junge. Ich will einfach nur speichern. Was anderes will ich nicht. Hier ist aber überall nichts, ne? So eine Scheiße. Mach ich ihn jetzt? Ich weiß es definitiv nicht. So, warte mal, geht das hier lang? Hier ist was zum Speichern. Da, das ist eine Speichertür. Jo. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal direkt hier wieder. Also ganz ehrlich, es wird langsam, naja, will ich sagen, gruselig. Naja, das eigentlich nicht, aber es wird langsam ziemlich spannend. Und es hat mich natürlich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich werde jetzt hier mal kurz draufdrücken. Mal kippen, was irgendwas kommt, irgendwas Wichtiges. Ist das wahr, Mutter? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late. If it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. The same song you sang, Mother. The song Father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth, on a cult dreamt up by grandfather, a cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Das wäre ein hehres Ziel und vielleicht sollen wir das ja auch erledigen, also dass es endet. Naja, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und tüdelü.